Da möchte man einmal zeigen, dass es viel zu dunkel in einem Raum ist und man deshalb Licht braucht, um ein Video aufzunehmen. Und dann das. Wieso? Es ist nicht dunkel. Ja, ich gehe gleich weiter zum heutigen Gadget. Ich habe es doch noch geschafft. Es ist dunkel geworden. Und wenn dunkel ist und man Videoaufnahmen machen muss oder möchte, dann ist es doof. Dann braucht man ein bisschen Licht und Licht sollte transportabel sein. Licht sollte auch kompakt sein. Natürlich im Büro, ich mache mal ein bisschen Licht an. Im Büro, wenn man fix stationiert ist, dann kann man auch ein großes Licht montieren. Und schon ist das Ganze besser ausgeleuchtet. Das können LED-Lampen sein, das können konventionelle Lampen sein, Videoleuchten. Aber manchmal möchte man einfach etwas Kompaktes haben, um es mitzunehmen und da auch noch weitere Gadgets zu montieren. Denn normalerweise kommt dann so eine Kamera ja nicht nur Licht, sondern auch vielleicht noch eine Audio-Möglichkeit, also ein Mikrofon. Und da müsste man oder möchte man gerne flexibel sein. Da habe ich vor einem Weilchen schon mal die LEDs entdeckt und habe jetzt recht lange darauf gewartet, bis die bei mir angekommen sind. Mittlerweile sind die schon in der zweiten Generation angekommen. In der ersten Generation hatten sie noch batteriebetrieben. Jetzt ist ein 2000 mAh Akku, der da drin verbaut ist und man kann sie aufladen über USB-C. Das Gadget selber könnt ihr hier sehen. Sie ist sehr kompakt gehalten im Vergleich zu meiner Hand. Hier sind die ganzen LED-Module verbaut, integriert der 2000 mAh Akku und wie gesagt, aufladen lässt sich das Ganze über den USB-C-Port auf der Rückseite. Die Helligkeit beträgt 800 Lumen und beim Kelvin-Anzahl kommt hier bis zu 5500 K. Das ist so in etwa Tageslicht circa. Und das Coole daran ist, das seht ihr dann, und für schalte ich das Ganze mal aus, seht ihr hier oben und auf der rechten Seite, also links und rechts, hat es jeweils einen Blitzschuh. Das heißt, ihr könnt es nicht nur auf einen Blitzschuh montieren, das Cold-Shoe-Adapter oder wie sich das Ganze auch immer nennt, sprich auf eure Kamera montieren. Ihr könnt zusätzlich noch weitere Gadgets anbringen. Links und rechts sowie auch obendrauf könnt ihr dann zusätzlich eben zum Beispiel das Mikrofon obendrauf machen und links oder rechts vielleicht, wenn ihr mögt, noch ein zweiten zusätzlichen solchen LED-Streuer. Insgesamt lassen sich damit bis zu 4 solche LEDs montieren. Logischerweise einer hier im Zentrum, 2, 3 und 4. Und die können sich dann auch schön zusammen nutzen und mehr Helligkeit erzeugen. Ich habe die Dinger jetzt circa 3 Wochen in Gebrauch und mag die wirklich extrem gut. Wenn ich unterwegs bin und eigentlich nur zusätzlich Licht mitnehmen möchte, damit ich ein bisschen Licht habe, wenn es denn unbedingt nötig wäre, für Food-Fotografie, für Fotografie draußen, eben mit meinen Lego-Figuren etc., ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz geniale, kompakte und vor allem auch sehr leichte Lösung. Ich bin gespannt, wie lang der Blitzschuh hier halten wird. Das Ganze ist aus Kunststoff gefertigt, deshalb auch sehr leicht. Dafür kann ich eben ohne Probleme auch mal im Videobereich das Ganze nutzen und einfach so die, zum Beispiel ein externes Mikrofon, hier in diesem Fall das MKE 440 von Sennheiser, zusätzlich zu dem Licht im aktuellen Setup nutzen und schon habe ich da eben mehrere Gadgets mit angebracht. Wirklich ein cooles Teil, das Ulanzi, jetzt muss ich nochmals nachschauen, Ulanzi Select VL49 Mini LED Video Light. Ein super Namen hat das wieder mal, auf jeden Fall dennoch, trotz dem langen Namen, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, bei solch spontanen Videoideen ist es mit dem Rasieren nicht so. Ich sollte mir wohl einen Rasierer fürs Büro zulegen, damit ich mich vor so einem spontanen Video noch kurz rasieren kann. Ja,